Havi Habach vom Institut für Wasser- und Energiemanagement an der Hochschule Hof hat eine Vision. Er will Fischzucht so gestalten, dass sie den Bedürfnissen der Tiere entspricht, gleichzeitig nachhaltig, wirtschaftlich sinnvoll und damit höchst effektiv ist. Seit rund 3 Jahren probiert der 38-Jährige mit einem Versuchsbecken, wie kombinierte Kulturen aus Pflanzen und Fischen in Zuchtbecken funktionieren. Wir haben als erste Stufe Fische, die wachsen, scheiden aus und werden gefüttert im Endeffekt. Und wir haben als zweite auf der Gegenseite haben wir Pflanzen, die die Ausscheidungen der Fische verwerten. Und auf die Art und Weise sorge ich dafür, dass ich einfach zwei gute Systeme wertvoll miteinander kombiniere und die Vorteile kombiniere. Bakterien, die in einer Art Zwischenfilter leben, können die Ausscheidungen der Fische teilweise bereits verwerten. Darüber hinaus dient der Fischkot den Pflanzen als wichtige Nährstoffquelle. Habachs Idee: Nutzpflanzen in Aquaponik-Systemen im großen Stile züchten und vermarkten. Minze wird jedem bekannt sein. Zwergpapyrus ist eine Art, die sich grundsätzlich dazu eignet, Textilien herzustellen. Und auf die Art und Weise soll es möglich sein, Produzenten nicht nur eben eine ökologisch unbedenklichere Fischzucht zu ermöglichen, sondern zudem auch noch verwertbare und vermarktbare Pflanzenprodukte mit auf den Markt zu bringen. Das geschlossene System zwischen Fischen, Pflanzen und Bakterien sieht Habach nicht nur als Zukunftsmodell für hiesige Fischzüchter. Auch in ärmeren Ländern könnte die Aquaponik von großem Nutzen sein. Gegenden mit geringem Wasservorkommen könnten von dem geschlossenen Kreislauf profitieren. Mit wenig Ressourceneinsatz Fisch, Obst und Gemüse produzieren. Auch der Hofer Zoo experimentiert in Kooperation mit der Hochschule an Aquaponiksystemen. Im Fischbecken des Savannenhauses züchtet der Tierpark nun frisches Grünfutter. Damit können wir zwar nur einen kleinen Bereich an dem Futter, was wir täglich verbrauchen, verfüttern. Aber die Tiere freuen sich ganz besonders im Winter über frische Sachen, wo sie mal dran rumknabbern können oder ein bisschen beschäftigt sind. Harvey Habach und die Studierenden des Hochschulinstituts wollen weiter erforschen, wie sich das Zusammenspiel von Fischen und Pflanzen in Zeiten des Klimawandels möglichst effektiv gestalten lässt.